Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei Hollow Knight. Heute, wir machen ja die Nebelschlucht fertig. Da war ja oben noch dieser eine Weg, wo wir nicht weitergegangen sind. Da hinten. Also, ihr seht es nicht. Aber ich weiß, was ich mit da hinten meine. Ihr zwar nicht, aber. Das war sehr gut. So, ich frage mich, ob ich hier überhaupt durchkomme. War da nicht eigentlich mal eine Mauer, dass wir dahin nicht weiterkamen? Ich verstehe das nicht ganz mit den Mauern. So, wir müssen hier nach rechts, da bin ich schon mal richtig. Oh mein Gott. Schön, das Viech tötet nicht immer, wenn immer irgendwelche Leute, das ist so angenehm. Wir müssen hier nach links. Da wollte ich noch rein, da sind wir letztes Mal nicht weiter. Gar nicht mehr da gedacht, dass ich die auch einfach nach unten kicken kann. Schön. War obvious. Ich habe hier gerade echt ein Problem mit. Oh, da unten liegt was. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Das geht nicht gut. Also bin ich lost. So eine Scheiße, ey. Ja, gib mir mein Ding wieder. Ja, bla, bla, bla. Ja, gib mir das. Ja, bitte. Hier ist der einzige Sei. Haben wir eh 4 Millionen von. Wollte ich immer mal gucken, was passiert. Wie lange ich geschlafen haben muss. Dieses Land ist jetzt voll so. Jetzt so viel düsterer, so. Bedeckt mich der Schmutzfleck des Bedauerns. Selbst die Luft ist dunstiger geworden. Wird die Finsternis hier eindringen und mich vollständig verschlingen, wenn ich wieder einschlafe? Ja, definitiv. Wie viele ranzige Eier haben wir eigentlich noch? Würde mich mal interessieren. Mit wem redest du eigentlich? Bist du müde? Diese Bankmark. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. So, ich habe natürlich noch nicht aufgegeben. Wir gehen nochmal zur Station der Königin. Haben jetzt von mir aus den Talisman jetzt kurzzeitig mal nicht mehr. Macht aber jetzt auch groß keinen Unterschied. Das ist aber auch ein Scheiß. Will aber wissen, was da ist. Nicht du. Wobei das Ding ich immer noch nicht ganz verstehe. Nochmal eins höher. Warte, wir müssen ganz hoch. Ja.
Oh, Alter. Wir müssen jetzt Seelen sparen und nicht verlieren. Nehmen natürlich jetzt alles mit, dass wir genug geladen sind, um mit Spells im Prinzip das alles aufzumachen. So mein Plan. Zack, zack, zack. Was war eigentlich hier oben? Gar nichts, oder? Sieht nicht danach aus, okay. So. Einfach nur vorsichtig sein. War es schon hier links? Ne, eins weiter hoch. Hier. Auf das Ei aufpassen. Den so kaputt schlagen. Warten, bis der ein bisschen runter sinkt. Runterschlagen. Sehr schön. Den könnte ich eigentlich schräg nach hinten schlagen. Oder einfach voll rein. Mann, ich wollte eigentlich meine Dings aufbewahren. So, auf Nummer sicher gehen wir natürlich. Das nenne ich mal Nummer sicher. Sehr gut. Schön erstmal hinten lassen. Alter, was ist los mit mir? Vergiss es. Wir kommen hier nicht durch. Ich bin einfach zu dumm dafür. Wie spawnen die Eier, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ich sehe es gleich, ob die gespawnt sind oder nicht. Ich weiß es gar nicht bis jetzt. Die großen Gegner zumindest noch nicht. Ich glaube, die sind gespawnt, oder? Ja. Ja, ja. Scheiße. Da kommen wir nie mal. Wie soll man das denn machen? Oder kann ich die schlagen, ohne dass ich gehittet werde? Ich glaube nicht, oder? Nee, die Explosion ist zu groß. Kacke, wie machen wir das jetzt? Wie komme ich da rein? Was ist hier eigentlich? Ach, jetzt bin ich hier wieder auf der anderen Seite. Okay, ja, stimmt. Hier sind wir eigentlich ursprünglich reingekommen.
Oh Mann, ich bin gerade am Überlegen, wie wir da. Also, wir bräuchten eigentlich volles Leben und volle Energieanzeige und dann könnten wir uns da durchzaubern, sozusagen, so Stück für Stück. Es würde vielleicht gehen. Da müssten wir uns jetzt erstmal ein paar Seelen farmen. Hier zum Beispiel. So, gebt mir eure Seelen, danke. Wo sind wir eigentlich? Ah, okay. Oh mein Gott, war das schon wieder bad. Mehr Seelen, bitte. Ich glaube, hier farme ich keine Seelen, danke. Da gehen wir nochmal zurück. Das ist jetzt zwar jetzt nicht die interessanteste Art, wie ich das löse, aber ich hätte sonst keine Ahnung. Ist das wieder gefüllt zufällig? Nee. Ach, oh Mann, wie soll ich denn so Seelen farmen, wenn ich die ganze Zeit gehittet werde? So. Wir haben... Eigentlich müsste es jetzt reichen. Eigentlich. Mache hier noch einen Hit. Da noch einen Hit. Nicht gehittet werden. Dann hier noch gehittet. So, das Viech haben wir besiegt. Schon mal einen HP weniger wohl verlieren. Hier können wir so durchschießen. Hier können wir so durchschießen. So. Ja, ja. Jetzt haben wir die Abkürzung freigeschaltet. Oh mein Gott, endlich. Ach, Gott sei Dank. Talisman Sockel. Okay, das hat sich sogar tatsächlich gelohnt. Was? Wir haben 4 neue Plätze dadurch. Ich verarschen. Überpowered ist es. Geil. Das hat sich ja sowas von heftig gelohnt. WTF, 4 neue Plätze. Warum? Wo sind wir eigentlich nochmal? Okay, wir gehen hier rechts raus. Bilde ich mir das ein oder sind das jetzt wirklich 4 neue Plätze? Ist das schon ein bisschen hart, oder? So, wenn wir schon mal hier sind, können wir ja hier unseren Talisman nochmal erneuern und dann gucken, wie wir es mit den ganzen Plätzen jetzt anstellen. Danke. Klar, ich hatte ja das nicht drin und das nicht drin. Hä, fehlt uns irgendwas oder warum haben wir so viel frei? Eigentlich dürfen wir nur einen neuen Platz haben, oder? Ach ja, klar, die fragile Stärke hat ja gefehlt. Ich Idiot. Wir haben wirklich nur einen neuen Platz. Aber ich könnte jetzt theoretisch so machen, dann haben wir den schnellen Heal, den Damage. Das könnte man eigentlich rausnehmen, wenn es dann zum Fight kommt. In der Arena zum Beispiel könnten wir die beiden noch rausnehmen und dafür vielleicht... Traumschild. Beschwört ein Schild, der den Träger Folgung versucht, ihn zu beschützen. Was ist das eigentlich? Hatten wir das schon mal drin? Ist das eine Erweiterung auf meiner Range? Krass.
krasse Sache. Sollen wir das mal drin lassen? So. Wie viele Seelen haben wir eigentlich mit dem Traummerk? 1750, uns fehlen noch 50 Seelen. Dann hätten wir es. Ich wollte gucken, ob ich damit irgendwie Seelen sammeln kann. Krass, wie viel Schaden macht das Schild eigentlich? Voll overpowered. Krass, wenn ich mich hier, wenn ich mich fokussiere, dann dreht sich sogar noch schneller. Wie nice ist das, bitteschön? One-hitted ist? Das One-hitted einfach knallhart. Was? Wie overpowered ist das Schild? Wo wollten wir eigentlich hin? Ja, ich weiß, wo wir hin wollten. Und zwar hier. Wir gehen hier hin zum, ne? Was ist da eigentlich? Wir müssen auf jeden Fall zum grünen Weg ganz links. Ja, wir haben die 1000 Sachertoner Seelen noch nicht. Das war mir schon klar. Wir gehen zu diesem Fluss, wo wir nie weiterkamen, weil, ne, ich habe ja da probiert, mich durchzuschieben, das ging aber nicht. Da können wir jetzt tatsächlich hingehen. Das müsste Grünweg sein, hier, ja. So, speichern. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Hier war das. Einmal hier durch. Einmal hier durch und einmal hier rein. Ich habe das Ganze natürlich nicht vergessen. Krass, wohin führt es mich hier? Wir gehen nochmal runter. Hallo. Form von unten. Offenbart im Träger die Gestalt von unten. Beim Fokussieren von Seelen nimmt der Träger eine andere Gestalt und kann sich frei bewegen, um Gegnern auszuweichen. WTF? Beim Warum? Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Ich müsste das mal anziehen, um zu gucken, ob das wirklich so nice ist, wie ich es mir gerade vorstelle.
Wir gucken mal hier rein, da waren wir ja schon lange nicht mehr drin. Wie viel kostet das Ding denn? 2. Machen wir das Schild mal raus. Darf ich den rein und vielleicht herkommen. Der Traubenjäger-Dinger da. LOL, wie sind das scheiß Schnecke? Das ist aber super bescheuert. Das heißt, wir können halt uns nach links und rechts bewegen, während wir zielen. Boah, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Krass, es fehlen nicht mehr viele. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ist nicht mehr so viel. Erhöht die Menge an Seelen beim Nageltreffer auf einen Gegner drastisch. Finde ich eine coole Sache, weiß ich aber nicht, ob ich das jetzt so nutzvoll finde. Ja, wobei. Schwierig. Generell schwierig. Also, das sind so die Wegkompass und Geoschwamm sowieso. Der lange Nadel finde ich auch zu nice. Die fragile Stärke finde ich auch viel zu nice, um sie nicht reinzumachen. Das kann natürlich gut sein. So kurz vom Tod noch ein bisschen Damage mehr. Der High-Effekt wird halt verdoppelt, das heißt, du hielst gleich immer 2. Da lieber den Schnellfokus noch mit rein. Weil der schnelle Heal ist halt schon oft lebensrettend. Hi. Dum, 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 dum. Gut, Leute. Das haben wir jetzt auch noch erledigt. Ach. Entschuldigung, ich habe mich gerade am Auge gekratzt. Nächste Folge können wir fast eigentlich jetzt hier reingehen. Ich meine, hier geht's noch hoch. Ich weiß gar nicht, warum wir da nicht waren, dass wir da kamen, hatten wahrscheinlich noch kein Double Jump. Vielleicht gehen wir nächste Folge erstmal hier hoch und dann mal da hoch. Und da hoch auch. Ja, das machen wir erstmal. Bevor wir uns in die Höhle wagen, weil ich glaube, das ist dann schon langsam Endgame, ne? Oh, Mist. Auf einmal so erst die Hälfte des Spiels. Das ist ein bisschen krass. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.